Hallo, herzlich willkommen hier in Steffis Malwerkstatt in meinem wunderschönen Atelier. Ich möchte euch heute zeigen, wie man mit solchen schönen Hilfsmitteln ganz tolle Bilder gestalten kann und euch zeigen, dass jeder malen kann. Und das meine ich ernst. Ich sage das nicht nur so, ich werde euch das zeigen. Und ich bin so gespannt, was ihr daraus macht, denn ich möchte eine Challenge veranstalten. Ich möchte gerne eure kreative Fantasie sehen. Ich zeige euch Ideen und dann möchte ich gerne gucken, wie ihr das zu Hause umsetzt. Und dann bitte schickt mir die Bilder, postet die und dann machen wir eine Verlosung. Ende April möchte ich dann gerne die schönsten Bilder prämieren und die drei Menschen, das sollen ja auch Erwachsene machen, nicht nur Kinder, ihr könnt das auch zusammen machen, die drei möchte ich gerne einladen hier in meinem Malkurs, in meinem Malworkshop, hier ins Atelier. Und dann möchte ich mit euch einen wunderbaren Tag verbringen. Deswegen bin ich schon ganz gespannt auf eure Mithilfe. Also, ich zeige euch heute, wie man unter anderem solche schönen Karten macht und ihr bekommt ganz viele Tipps und Tricks, was man alles so anstellen kann, was man auch beachten muss. Was ihr braucht, wenn ihr zu Hause malen wollt, ist erstens eine schöne Unterlage. Entweder so ein Malervlies, eine alte Tapete oder eine Pappe. Ich bin ein Freund von alten Pappen, weil es ist so schön, wenn ich diese Pappe hier unten liegen habe. Ich zeige euch hier meine alte. Dann kann man noch mal ausprobieren. Dann hat man noch immer was zum Schreiben, was Festes zum Drunterlegen. Ich lege jetzt hier die Saube drüber, damit es einfach schöner aussieht. Was ihr noch braucht, ist ein Malkittel. Keine Schürze, ein Kittel, damit ihr auch eure schönen Ärmelchen verdeckt habt und da nicht mit in der Farbe landet. Also ihr könnt bei mir heute Acrylfarbe ausprobieren oder Gouachefarbe, die man rauswaschen kann. Ja, und jetzt bin ich gespannt, wie euch die Technik gefällt. Ich ziehe mir jetzt meinen Kittel an und wir sehen uns gleich wieder. So, meine Lieben, da bin ich wieder mit Kittel. Ich hoffe, ihr habt auch schon einen parat liegen, wenn es gleich losgeht. Also, wie bin ich darauf gekommen, so eine Karte zu machen? Und zwar malen wir hier immer auf Malpappen. Also wir tragen die Pappen auf diese, wir tragen die Farbe auf diese Pappen auf. Diese hier zum Beispiel. So, und ich fand die manchmal so interessant. Da sind manchmal so coole Farbnuancen drauf, dass ich gedacht habe, die sind zu schade zum Wegschmeißen. Und deswegen habe ich mir die ausgeschnitten, diese Streifen, und auf diese Karte geklebt. Das fand ich irgendwie richtig schick. Und ja, so bin ich auf die Idee gekommen. Oder eine andere Idee ist es zum Beispiel, wie bin ich darauf gekommen, solche Streifen zu machen. Und zwar haben wir in unseren Kursen immer Farbe über. Bleibt ja gar nicht aus, ne? Wir tragen jetzt die Farben auf diese Deckel drauf, ne? Seht ihr ja hier. Das bleibt dann einfach von so einem Kurs über. Und dann decke ich das mit der Folie ab. Und ihr glaubt gar nicht, wie lange die haltbar ist. Da könnt ihr noch ewig mit malen. Ja, und dann, wenn so ein Kurs zu Ende ist, dann habe ich irgendwie Bock, die Farbe noch vielleicht zu verwerten. Und da bin ich mal angefangen. Jetzt brauche ich einen Lappen, seht ihr? Also ich muss hier immer einen Lappen liegen haben, der liegt hier noch gar nicht. Den hole ich mir mal eben. Hier ein alter Putzlappen. So, den brauchen wir gleich sowieso nämlich. Und dann haben wir hier für die Erwachsenen oder hier in meinem Atelier diese tollen Malpinsel. Das sind Silikonpinsel. Und ihr glaubt gar nicht, wie viel Spaß das macht, mit so einem Silikonpinsel zu malen. Also ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Ja, und wie bin ich drauf gekommen? Als ich zu Hause war und schnell was malen möchte, habe ich die Pinsel hier im Atelier vergessen und habe gedacht, Mensch, Silikon ist Silikon. Ich zu Hause in meiner Küche geguckt, ne? Diese tollen Küchenhilfer gefunden. Und ihr müsst ja nicht die guten nehmen, es reichen ja auch die billigen aus dem Supermarkt. Und vor allen Dingen, das ist das Coole an diesem Workshop, ihr könnt dann auch hin zum Supermarkt und euch einen Malpinsel aus Silikon kaufen. Ein Malspachtel oder wie ihr das auch immer nennen wollt, Silikonpinsel. So, dann bin ich angefangen und dann haben wir hier, könnt ihr ganz normal diese Farben, ihr braucht auch keine Acrylfarbe nehmen, Gouache geht auch, also Farbe, die man wieder waschen kann, die mit Wasser in Verbindung sich löst, auch die könnt ihr nehmen. Und jetzt zeige ich euch das mal, dann könnt ihr hier so reingehen, schön ist ja auch immer, wenn man das so ein bisschen mischt hier. Und ihr macht jetzt hier einfach mal einen Streifen auf die Pappe hier. Je nachdem, worauf ihr gerade Bock habt. Schön ist auch, wenn die Farben so getrennt sind. Wenn ihr die nicht zusammenrührt, weil dann ergibt es meistens eine Farbe und meistens irgendwie so ein dunkelbraun oder grau, sieht dann nicht so schön aus. Ja, was ihr auch machen könnt, oder diese Farben zum Beispiel, die sind auch übergeblieben. Die halten schon Wochen in dieser Verpackung und das ist das Coole. Und ihr geht da mal einfach rein mit dem Spachtel
und malt ein schönes Motiv. Wir können das hier mal machen. Und ich liebe das, wie dieser Farbauftrag ist. Ihr seht auch gleich die Pappe hier. Ich bin ein großer Fan davon, Material zu verwerten. Und zwar ist das bei einem T-Shirt übergeblieben. Das ist meistens so in den Klamotten drin oder wenn ihr sonst irgendwas kauft. Oft ist da Pappe drin und die sind super zum Malen. Ich liebe die. Ich habe hier schon mal was vorbereitet. Und was ich auch ausprobiert habe, zum Beispiel, und das ist auch ein Tipp für euch, ihr könnt ja mal verschiedene Materialien nehmen. Ich habe hier eine alte Tapete und da habe ich die Farbe aufgetragen, auch mit dem Malpinsel. Und zwar einfach mal so eine Goldfarbe gekauft. Und ich probiere die. Ich teste die einfach aus. Wie sind die? Wie funktioniert das? So, und dann nehme ich hier meinen Küchenhelfer, gehe da mal rein und habe mir das hier mal einfach so aufgetragen hier. Oh, guck mal, jetzt ist das Lila da noch mit drin, weil ich jetzt den Spachtel nicht sauber gemacht habe. Das sollte man ja auch immer zwischendurch. Und ihr seht ja, wie schön das hier glänzt. Vielleicht. Na, also deswegen finde ich das ganz interessant, wenn ihr mal verschiedene Farben ausprobieren wollt, verschiedene Untergründe und ihr das mal einfach testet, wie das auf einer Pappe ist, zum Beispiel hier auf eine Grußkarte, da könnte ich euch das noch einmal zeigen. So, machen wir den sauber. So, am besten auch ein Wasserglas, hole ich auch mal eben. Im Idealfall ist man gut vorbereitet und hat das vorher schon stehen. So, dann kann ich hier einfach mal meinen Silikonspachtel reintauchen und den abputzen, trocken machen und weitermalen. So, ja, dann, ich liebe ja Lila, Türkis und Pink und deswegen sind das meine Lieblingsfarben. Mit denen werde ich weitermalen. So, schauen wir mal, was das wird. Und vielleicht mache ich die einfach mal quer. Ihr könnt dann aufpassen, dass ihr die Karte auch richtig habt, dass man die so umdrehen kann. Also so, ne? Wenn man hier was draufmalen möchte. Und guckt mal, wie schön das aussieht hier. Dann nochmal ein bisschen von dem hier. Ja, schön. Gefällt mir sehr gut. Hier habe ich gestern schon mal diese Sachen aufgetragen und jetzt schneide ich die mal aus, um euch zu zeigen, wie man schöne Karten macht. Ich habe hier eine Schere, die einen tollen Wellenschliff hat. Genau. Zack. Kannst ein bisschen länger schneiden. Aber ich klebe es mal für euch auf. Dafür nehme ich wieder meinen Uhu-Kleber mit dem Gel, der nicht so doll tropft. Siehst du, das ist jetzt trocken. Jetzt kann ich es umdrehen. Wie gesagt, ihr braucht jetzt gar nicht los und einkaufen. Ja, vielleicht braucht ihr Kleber. Ihr könnt auch Leim nehmen oder ja, auch einen anderen Kleber, ne? Aber wenn ihr dann einkaufen könnt, würde ich euch den empfehlen. Ansonsten könnt ihr auch den Kleber nehmen, den ihr gerade zu Hause habt. So, jetzt geht die Karte so auf. Ich klebe das hier so drauf. Und jetzt habe ich hier Platz, was drauf zu schreiben. So. So, Glück ist machbar. Oder nicht? Also ihr Lieben, es muss nicht alles Sinn machen. Hauptsache, es macht Spaß. Und das ist hier mein Credo für euch. Ja, wenn ihr mal Lust habt, das zusammen zu machen mit eurer Familie, mit der besten Freundin, ja, mit einer Gruppe, kommt einfach her. Ich zeige euch, wie leicht es ist, kreative Sachen umzusetzen. Wie viel Spaß es machen kann, kreativ zu sein. Und mit welchen Mitteln wir einfach malen können. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich habe ganz tolle Ideen. Und ja, ich zeige euch alles, was ihr lernen wollt, was ihr wissen wollt. Alles über Kreativität, über Farbe, über die Schriften. Ich werde noch ein spezielles Video machen, wo es nur um Handlettering geht. Um die ganzen Möglichkeiten, die ihr habt. In dem Handlettering-Kurs werdet ihr sehen, welche verschiedenen Stifte man nutzen kann. Ihr werdet alles erfahren über die Untergründe, über die verschiedenen Papiere, die ich hier habe.
Ja, wie man das umsetzt, ihr könnt euren eigenen individuellen Stil entwickeln. Das ist mir persönlich am wichtigsten, dass ihr euren Stil findet, eure Materialien, mit denen ihr malen könnt. Und das könnt ihr bei mir in den Kursen. Und ich freue mich, wenn ihr kommt. Kontaktiert mich, wie gesagt, zeigt mir eure fertigen Bilder. So, ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch schön inspirieren. Ich habe hier gerade noch ein schönes Lesezeichen ausgeschnitten. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß. Schreibt mir ruhig in den Kommentaren, wie euch das Video gefallen hat, was ihr für Wünsche habt, was ich euch noch zeigen kann. Und ja, dann wünsche ich euch einen schönen Feierabend und eine schöne kreative Zeit. Ich mache jetzt auch Feierabend, trinke mir noch einen schönen Tee. Farbe macht glücklich und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Herzlich willkommen in Steffis Malwerkstatt, hier in meinem Atelier. Ich freue mich heute total darauf, euch heute meine Handlettering-Karte zu zeigen und euch so ein paar Insider-Tipps zu geben, wie ihr schöne Karten gestalten könnt.